Moin zusammen. Wir haben den Schwierigkeitsgrad ein bisschen angepasst. Er ist jetzt, glaube ich, nur noch 8,25, weil wir haben zwei Parameter geändert. Wir haben die Eventrate und die, was ist das? Ist das T2? Ja. Die Eventrate haben wir verändert und wir haben die, was ist das andere? Interaktionsrate auf hochgestellt. Das heißt, wir müssten einen total aktiven, wilden Geist jetzt gleich haben. Also, mal schauen, wie es wird. So, die Vorbereitung ist fertig. Jetzt begeben wir uns erstmal in den Keller und machen den Brekkie einmal an. Ich habe jetzt ein EMF, weil wir haben keine Laternen leider. Dann nehme ich immer ein EMF mit. Im Keller haben wir schon mal ein Versteck im Schrank. Wichtig, wenn ihr gerade reingeht ins Haus und ihr habt nicht alle Verstecke frei. Immer gucken, wo könnt ihr euch verstecken, wenn es hart auf hart kommt. Am besten schon so früh wie möglich, weil ihr könntet einen Demon haben, der sofort anfängt zu hunten. In dem Fall würde ich jetzt sofort hier reintauchen. Zum Beispiel. Ja, ist hier gerade was geflogen? Ja, hier in der Küche fliegen die Fetzen. Und der Knochen ist hier beim Esstisch. Scheint unser Kamerad hier direkt am Eingangsbereich wohl zu sein. Ja, die Tasse flog echt weit, ey. Komischerweise hat er hier auch in der Küche das Brettchen bewegt. Also vielleicht haben wir auch einen, so Twins oder sowas in der Art. Okay, dann gucken wir mal, wo unser Kamerad hier so rumläuft. Okay, hier im Foyer ist er sich am Bewegen. Das war, glaube ich, jetzt die Küche, oder? Ich werde mal kurz gucken, ob in der Garage das Versteck ist, weil dann haben wir einen längeren Ghost Highway. Das wäre cool, wenn wir das haben. Ja. Nee, ist leider nicht verfügbar. Schade. Sonst hätten wir das benutzen können. Okay, der scheint hier im Foyer zu sein, ne? Ja, hier geht's runter. Das heißt, wir werden eine Kamera einmal hier hinpacken, weil das zählt hier als Foyer. Okay. Einen Soundsensor haben wir schon hier. Wir können einen noch hier hinten hinpacken. Türen können wir auch aufmachen. Oh, hier, kannst du ihn fotografieren? Ah, schade. Der war danach sofort weg. Oder war es während des Fotos? Aber es war eine 3-Sterne-Interaktion. Da haben wir ja Glück gehabt. Also, ich denke mal kein Shade, weil das ja. Ach nee, ich habe ja die Eventrate auf hochgestellt, ne? Oh mein Gott, der geht ja richtig hier ab. Wow, das war jetzt da hinten. Ich pack mal kurz eine Videokamera und einen Soundsensor auch nach oben, falls der uns nachher nach oben läuft. Also beim Hand, damit man ihn beim Hand beobachten kann. So, die kann man jetzt hier auch dann drehen und den stelle ich mal, ja, hier so mittig hin, damit wir den auch hören können, wenn er jetzt nach oben abhaut. So. Stellen wir da noch ein Kerzi hin. So, das hier ist Reservesalz. Den packen wir noch da mit hin. So. Mal gucken, ob der. Okay. So, ich habe gerade einen Whisper bekommen. Möchtest du nach der Sanity gucken oder soll ich selbst gucken gehen? Kann ich
kein Problem ist, wenn du selbst guckst, damit sie Ja, ich gucke dann kurz selbst nach der Sanity. Also man kann das ja auch, auf Solo mache ich das ja auch immer. Ich gehe dann einfach raus, gucke nach meiner Sanity, merke mir den Wert und dann gehe ich wieder rein ins Licht für so eine Minute oder so. Hey, perfekt. Und er ist nicht verschwunden? Ah, nee, ich sehe ihn. Okay, dann ist Phantom raus, Wraith ist auch raus und Moroi testen wir gerade. Fotos sind durch. Yay. Okay, 69, hahaha. 69 bis 73. Okay, ich habe mir die Sanity gemerkt. Dann gucken wir mal, ob die jetzt runtergeht, wenn ich wieder reingehe. Wenn der mich jetzt mit einem Event hittet, wird das natürlich ein bisschen schwierig. So, noch eine Kamera. Können wir ja in der Zeit, während wir das testen, hier schon mal so einen kleinen Ghost Highway fertig machen. Falls wir einen Polti haben. Ich meine, mit hoher Eventrate sehen wir dann vielleicht auch eher eine Fähigkeit, ne? Ich muss im Licht bleiben. So. Okay. Dann beobachten wir das mal kurz. Onryo ist wohl auch ziemlich unwahrscheinlich, weil, ich glaube, der hätte schon längst gehuntet. Jin könnte möglich sein vielleicht. Obwohl, das war ein Event. Ja, kannst du machen gehen. Ich bin hier gerade im Licht. Ich hatte vorhin zwischen 69 und 73, glaube ich, gehabt, als ich nachgeschaut habe. Ich könnte vielleicht minimal was verloren haben, weil als ich reinging, war ja im Foyer das Licht aus. Also vielleicht ein, 2% weniger. Bist immer noch bei 71. Okay, dann können wir den Moroi rauswerfen. Der Djinn ist aber theoretisch noch möglich. Okay. Escape during a hunt und Crucifix. Okay. So, machen wir hier mal aus. Ach, der hat das Licht gesprengt. Okay. Machen wir dann. Okay, ich mach mal die Lichter hier aus, um zu testen, ob das ein Meer ist. Tun wir die Kamera mal hier mit hin, als Reserve noch, falls wir sie brauchen. Obwohl, die brauchen wir ja eigentlich auch nicht mehr. So, gucken wir mal, ob der hier rüberkommt. Wir können ja auch einen Salz nochmal hier hinpacken. So, dann sehen wir das auch eher. Hui, das war jetzt aber ein brutaler Wurf. Mit der Tasse, die liegt im Wohnzimmer, am Wohnzimmertisch. Ja, was ich so komisch fand, ist, der hat hier dieses Brettchen geworfen und der hat da hinten die Tasse geworfen. Deshalb könnten wir vielleicht Twins haben. Könnte möglich sein, denn. Weil Twins kann man auch mal schnell mit einem Polti verwechseln. Mal gucken, vielleicht hören wir ja eine Twin-Action. Was war das gerade? Das klang so brutal. Lass uns mal kurz gucken, ob das eine Twin-Action war. Weil, ich weiß nicht, der eine Wurf klang ziemlich brutal und dann kam kurz danach noch einer, aber ich weiß nicht, ob das nah genug beieinander war. Also das ist entweder ein Polti oder Twins. Das ist sehr verdächtig, dieser hohe Anschlag. Vor allem auch so durchgängig auf 10. Ja, ja. Es könnte vielleicht eine Twin-Action gewesen sein, die so schnell war, dass das nicht hinterherkommt. Oder das ist ein Polti-Multi-Throw, weil hier geht er auch in dem gleichen Maß wieder runter, wie er hochgegangen ist. Ja, hörst du das da, wie der alles wirft? Das ist schon sehr brutal, wie der da alles wirft. Also Poltergeist und Twins kann man schnell verwechseln, weil die können ja theoretisch beide gleichzeitig Sachen werfen. Deshalb... Er hat Licht angemacht, der Meer ist raus. Okay, sehr gut. Okay. Explosion, wir haben einen Polti. Ich wollte gerade sagen, das klang doch gerade wie eine Poltergeist-Explosion. Ja, ich habe sie auch gesehen. Der hat hier die Teller, meinen Ghost Highway hat der explodieren lassen. Oh, das wird lustig. Ich glaube, meine Sanity ist jetzt auch gerade runtergegangen bestimmt, oder? Ja,
Oh, wir müssen dem hier lauter Items reinwerfen, das wird lustig. Ja, Kurzi liegt ja, glaube ich, da, ne? Da haben wir beide liegen. Oh mein Gott, ein Poltergeist mit hohen Aktivitätseinstellungen. Das wird lustig. Oh, der hat hier versucht zu handeln. In La Cuisine. Wahrscheinlich lag das Kurzi hier in der Range vom Foyer. Ich schieb's mal ein bisschen weg. Ja, es hat das Foyer mit abgedeckt. Sing-Sang! Hallo, Sing-Sang! Hallo, Mr. Butcher! Ich mach nochmal ein Spaßfoto, auch wenn wir schon eins haben. Hallo, Mr. Butcher, willst du mal was werfen? Hier, guck mal, eine Kerze für dich. Schmeißt du dafür ein bisschen was? Steht auch genau am Kruzi, ne? Na komm, Mr. Butcher, willst du was werfen? Hallo. Da will einer Hallo sagen. Da, die, dann. Jetzt steht er da am Sensor. Ach, das wird gleich ein Feuerwerk hier geben mitnehmen. Ah, Mist, wir müssen ja das kurz hier auch noch wegtun. Ja, da kam mir gerade was hinterher geflogen. Oh mein Gott, ey, der geht ja ab hier. Lustig, ey, ein Polti mit hoher Aktivität. Da haben wir ja genau den richtigen Geist erwischt. Da machen wir einmal solche Spirenzchen und da haben wir jetzt auch noch einen entsprechenden Geist dafür. Es wird lustig. So. Wir wollen ja nur hier einen kleinen Bereich abdecken. Das Problem ist, die Küche ist sehr nah am Foyer und schade, dass da hinten das Versteck nicht da ist, weil sonst hätten wir einen schönen langen Polti-Highway machen können. Oh, er ist hier. Freund, geh mal zurück zu deinem Zimmer. Das Problem ist, da ist auch keine große Barriere für den Geist, ne? Ah, er ist wieder zurückgegangen. Das wäre jetzt cool, wenn er nochmal eine Explosion macht. Ey, wir müssen nachher so dermaßen den Raum zuballern mit Items. Das wird witzig, ey. Ich will nochmal so eine Riesenexplosion sehen. Aber im Moment warte ich erstmal auf den Handbeginn. So. Dann können wir hier einmal komplett hier lang ziehen. Wir haben leider kein schwarzes Salz, also kein T3. Freund, geh mal aus der Küche raus jetzt. Es reicht. Geh in dein Foyer. Ja, er wird da anfangen zu handeln. Nein! Ich sehe gar nichts. Der war viel zu nah. Mann! Vielleicht seht ihr ein bisschen was von hier. Ich meine, ihr hört es, ne? Oh mein Gott. Ah, er ist in den Keller geflitzt. Wir müssen dem seinen Raum auf jeden Fall zumachen. Hey! Mensch, hast du es jetzt bald mal? Hey! Boah, die Teller, die sind hier alle zu dem Kamin geflogen, ey. Leider hat er direkt vor meiner Nase angefangen zu handeln. Deshalb konnte man leider nicht so viel sehen. Schade. Ich mache das jetzt gerade nur alles einzeln, weil. Hand! Oder? Ah ne, ich dachte, es wäre eine Hand. Es klang so, weil er das gleiche Geräusch gemacht hat. Ja, ich habe ihn gesmatcht, aber ich glaube, der Timer ist auch fast schon vorbei, ne? Ich hab's verpasst. Ich war doch noch nicht fertig. Warte doch, Geist.
Ja, der eine Teller. Hast du gesehen, wie der Teller zu dir in die Küche geflogen kam? Boah, Freund, warum spawnst du immer in meinem Gesicht? The fuck? Was ist denn das für eine Manie, ey? Der spawnt immer direkt auf mir. Ah, gerade eben auch. Ey, das ist so gemein. Das ist so gemein. Boah, der räumt da oben jetzt aber ordentlich auf. Hört ihr das? Okay. Ach man, wir haben es verpasst. Oh, der war für dich. Guck mal, der Kork und die Teller, ey. Die sind hier oben auf der Kommode gelandet. Komm, Freund, mach noch mal eine Explosion, bitte. Ich habe mal einen Kutzi dahin getan. Der ist gerade eben direkt vor meiner Nase gespawnt, ey. Das war jetzt gerade so krank. Er hat ja die Sachen auch vor die Tür geworfen. Boah, ey, wo die Sachen alle liegen, ey. Wie das hier aussieht. Guckt euch das mal an, ey. Das ist ein Poltergeist bei hoher Aktivität, ey. Einfach genial, ey. Einfach genial. Wir haben so ein Glück, dass wir so einen Polti haben mit hoher Aktivität, ey. Komm schon. Mach es. Ja, der hat ihn in der Luft abgefangen. Einfach nur genial, ey. Komm, mach es. Ich sehe es, ja, die floaten. Was hat der Geist gemacht? Oh mein Gott, der Modus ist cursed. Der hohe Aktivitätsmodus. Ja, wo wollt ihr denn hin? Da oben ist Schluss. Bong. Total gerne hier sehen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe das mal mit Stofftieren einmal gesehen, dass sowas passiert ist. Warte, wir haben noch einen Kutzi. So, Freund, komm, mach eine Explosion. Komm, sei lieb, mach eine kleine Explosion. Na komm. Show us. Gib was es ein. Show us. Gib was es ein. Ghost, hello. Nicht wieder auf mir spawnen, Freund. Hallo, du Schatten. Ich smudge ihn mal. Vielleicht wird die Aktivität höher. Ich meine, die ist ja schon hoch. Und das nächste Event. Alter, wie das abgeht, ey, mit der hohen Eventrate. Ey, einfach genial, ne? Das ist einfach genial. Wo ist das denn jetzt? Ach, da hinten, da sind die Teller. Na komm, mach eine Explosion, das kannst du besser. Komm, show us, gib was es ein. Show us, gib was es ein. Gib was es ein, show us. Komm, eine Explosion. Komm. Komm, wir können uns auch hier draußen hinsetzen. Wir können das auch von draußen sehen, in Sicherheit. Vielleicht macht er es ja gleich. Oh, Airball. Ja, Geist, du kommst hier nicht raus, ne? Na komm. Du bist an das Haus gebunden. Genau. Na komm, Geist, mach eine Explosion. Na, fast. Aber es kann er doch besser, oder? Definitiv. Es war zwar schon so ein Powerwurf, aber komm, Geist, das geht doch besser. Er läuft auf jeden Fall da rum. Na komm. Ach, die eine habe ich ja vorhin leider verpasst. Du hast die... Ja! Also. Danke, lieber Geist. Tschüss. Ah, cool. Das ist ja lieb von ihm. Ey, für diesen Modus war das jetzt echt der perfekte Geist gewesen. Ja, einen besseren
Ja, war echt. Okay, ich habe heute hier drin, ganz warm. Sehen wir vielleicht noch auf dem CCTV noch eine Explosion? Na komm, mach eine Explosion. Ah, schade. Also Polti ist mega fun, wenn man diese Einstellungen hat. Ihr seht, der Multiplayer geht verdammt runter dadurch. Also, ja, es So, geht ja dann danke ich eigentlich. dir für die Runde und wünsche dir noch einen schönen Abend und würde sagen, bis morgen. Ja, vielen Dank. Ja, dann dir auch einen schönen Abend und bis morgen dann zum Challenge Mode. Weil heute ist Genau, Sonntag. bis dann. Ciao. So, die Anna, die verlässt uns schon. Dann gucken wir mal. Hui, T2 Taschenlampe. Wie oft hast du die Fähigkeiten benutzt? Sechsmal. Also das war mega cool. Wir hatten 10 Events, 2 Hands, 149 Interaktionen. Also ich kann euch den ja mal kurz zeigen. Unter Geist haben wir jetzt hier die 2 Punkte auf hochgestellt. Und normalerweise ist es 8,55, weil wir haben, glaube ich, die Events auf Medium und die Interaktion auf Low. Und ja, wenn ihr diese 2 Optionen ändert und ihr kriegt dann einen Polti, oder ich denke mal bei einem Oni oder Faye wird das bestimmt auch ordentlich abgehen, dann habt ihr Spaß. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.